Moin, hier ist Heini. Jetzt geht halt weiter mit Agrarsimulator. Ding ist auch 2013 Steam-Version. Ich wollte gerade sagen, mein Lenkrad, aber der ist draußen. Ich pack den immer raus, ich voll honk. Ich habe gerade ein anderes Spiel gemacht und zack, ist wieder draußen. Naja, egal. So, jetzt vor mit der Husten. Ich hatte ja gefragt, was wir machen oder so, ne? Und viele haben gesagt, ich soll Ackerbau machen. Ein paar haben gesagt, ich soll mit Tiere. Viele haben gesagt, ich soll mit Ackerbau machen, da das Abwechslung ist. Ja, mal kicken, was haben wir an Geld? 3000 und, ne? Was ist denn, was kostet das, was brauchen wir denn alles, ne? Och, du dickes Ei. Historische Maschinen. Wir müssen als erstes mal einen Grubber haben. Wir, Flug. So, zwei. Ach, ne, der kostet ja schon so viel, ne? Der ist aber teuer, war die da Mocktem, ne? Hammer. Ja, zwei Schau auf jeden Fall schon. Ich habe keine Lust, dass ich hier, ne? So, dann ist da ein Grubber bräuchte ich. Ach, du Scheiße. Ja, wir müssen aber auf jeden Fall noch viele Tiere. Das ist echt noch viel Arbeit. Ich dreh toll. Als erstes müssen wir, glaube ich, mähen. Wie viel haben wir denn noch auf dem Dachboden? Schweinestall. Wir haben gar nichts mehr auf dem Dachboden anscheinend, ne? Schweinestall ist noch eins drin, ein Kuh, zwei Dinger da. Ja. Wenn ich einen zweiten Trecker hätte, ne? Und einen Pflug und einen Helfer. Dann könnte er immer hin und die Ware, die Kühe und sowas hin und her fahren. Und ich könnte schon mal einen Acker machen. Ein Helfer kostet 2,5, wenn ich ihn einstelle, ne? Die old Bratze. Dann braucht er auch noch einen Trecker. Oh, ja, da müssen wir noch ein bisschen mehr Tiere jetzt verkaufen. Und das geht nicht. Da können die nämlich schon Gras mähen und all sowas machen, ne? Während er denn hier. Was ist denn günstigste Trecker nochmal? Fahrzeug. Traktor. 6? Bisschen doof, ne? Nur zum Ziehen braucht er den. Das ist Old Dieselrost. Der wäre gut. So, wenn ich jetzt. So, eine weitergucken. Vielleicht ist noch was günstigeres hier. 8000, ey. Der sei doch auf Sendung, ey. Ach, du dicke Sei. Der Lanz Bulldog. Der ist schon nur zum Ziehen. Der würde jetzt nur zum Transportieren gehen, dass der Helfer, der Old Jung, immer meine Ware und die Tiere hin und her fährt. Und während dann kann ich schon mal ein Feld anlegen. Also mähen und dieses und jenes machen, ne? Tiere füttern. Ich glaube, das mache ich auch, ey. Weil ich habe keinen Bock, jedes Mal in die Stadt zu fahren. Und er ist schneller. Ist er da? Ja, ich glaube, dann mache ich auch. Das ist ein Telefonat. Das könnte ein Gespräch werden. Ich habe aber jetzt noch kein Tee, das deit mir lädt. Lass uns jetzt mal eben Folgendes machen. Ich habe 3000. Also ein bisschen brauchen wir noch. Dann machen wir das auch so. Auf jeden Fall. Ich hau da noch ein paar Ferkel in den Stall. Ja, so machen wir das auch. Und dann kann ich nämlich schön mit dem Ackerbaubischen beginnen. Immer hier Gras mähen. Da Ballen pressen. Und er kann währenddessen schon hinfahren. Was haltet ihr davon? Eine gute Idee, oder? Weil dann jedes Mal in eine Stadt fahren, das ist eine Weltreise, ne? Wie gesagt, ist nicht so eine große Map, aber ist schon. Ist schon Merkel und so, ne? Ja, da morgen wie. So. Ja, so machen wir das auch. Ich hole einen Helfer und dann noch mit dem Traktor und dann ist das gut, ey. Auf jeden Fall. So. Das müssen wir sowieso als erstes. Schwein haben wir noch. Gras wieder haben. Ballenpresse steht da hinten schon bereit. Ich muss ja sowieso erstmal wieder Gras mähen. Hallo Gallus, mein Kleiner. Ich sorge dir nämlich dafür, dass du was zu spielen kriegst. Du kriegst eine Dame demnächst. Das sag ich dir. Du hängst hier mal alleine rum, dann mach ich gar nicht. Nee. Und rennen wir da nicht in die Wand, dann tut dann weh. So, nicht das mal eben hier so. So mal im Außenblick mache.
ist halt. Naja, also Drehschirme ist nicht, ist nichts für mich. Nie. Komplett gar nicht. Komm, ich packe ich aber da hinten hin, weil ich will dich nah da hinten haben. So, hier lasse ich dich erstmal, mein Freund. Zack! Nein, Trecker muss weg. Wenn die Tür aufgeht, dann habe ich gleich einen an den Kopf. So, dann müssen wir mal gucken, auch nochmal eben hier. Und zwar, hier sind die Mukus drinne. Ach, die haben fast gar nichts mehr. Du Fretten, nur Jungs, du. Die haben noch ein bisschen hier, ne? Aber auf dem Dachboden war, glaube ich, gar nichts mehr, ne? War alles ein Szenario. Oh, doch, hier, da, hier. Von wegen verschmachten. Bei mir doch nicht. Bei mir doch nicht. So, Ballen pressen. Wenn wir Ballen pressen. So, lass mich überlegen. Gras häckseln und da reinkippen. Da brauchen wir wieder zu viele Maschinen für. Da ist Ballen pressen am einfachsten. Ach ja, ist nicht alles einfach, da ich euch das. Ist nicht alles einfach. Und diesmal mache ich, wenn ich Ballen presse, auch links anfangen. Immer, dass das nicht im Weg ist. Hat mir jemand gesagt, das ist eine gute Idee. So, was haben wir denn? Im Schweinestall haben wir noch ein Gras. Ne, ich muss auf jeden Fall jetzt Gras mähen. Ja, ich kriege ja was zu fretten, ne? Komm her, du auch noch mit Bulle. Klöten auch nochmal. Und du kriegst bald einen Nasenring, das sage ich dir. Da habe ich immer gesehen, dass die da immer durch die Nase haben. Ja. So. Und jetzt wollen wir mal sehen, dass wir mal eben hinkommen, dass wir jetzt Gras mähen. Jetzt geht das aber von vorne los. Ja, aber das ist eine gute Idee. Wir machen noch ein bisschen Gras, müssen wir machen, dass wir jetzt... Naja, einige Grasballen kaufen. Was waren und was kostet ein Grasballen? Ach nee, das soll ich, kann nicht alles kaufen. Nee, ich mache jetzt Gras. Jetzt habe ich die Dinger hier, jetzt mal die auch Gras machen. Ich kann nicht alles kaufen und hin und her fahren. Das ist viel zu viel Arbeit, das alles einladen. Und beim Händler kann ich ja nicht mit meinem großen Anhänger, das geht nicht. So, dann machen wir das so. So machen wir das auch. Ich mache Gras, bisschen noch verkaufen, dann stelle ich einen Helfer ein und der kriegt den Lanz. Und der fährt dann immer die Kühe und die ganze Ware und so was alles hin und her. Und wo ich schon mal hier bin, ich habe doch letztens, ich habe doch nicht einen am Helm, ich habe doch hier meine Hühner gekauft, oder nicht? Die sind noch nicht da, ne? Ich bin wohl unverschämt heute. Da, die Säcke sind schon drin, aber die Hühner sind noch nicht da. Die kommen noch. Da verspreche ich euch. Oh, wenn da der Letzte ist auf Ehren, was ich mache, die Hühner, die kommen noch. So, dann werden wir jetzt mal sehen, dass wir hier jetzt wieder ein Feld machen. So. So, aufmachen. Hydraulik, öffnen, aktivieren. Und Tempomat 1. Sieh, ne? Sehr schön, dann machen wir auch hier Kameraansicht, ist immer Muje. Hier bauen wir ein paar Reihen. Das war auf jeden Fall da. Was war das da hinten? Achso, da waren wir die. Das war auf jeden Fall eben hier. Voll knallen diesmal, ne? Und diesmal, da könnt ihr euch sagen, fallen mir die Ballen nicht so einfach hin und her. Auf keinen Fall. So, mein Freund. Fahren noch ein bisschen weiter. Wir müssen aufpassen, da hinten ist die Grenze ja ganz, ne? Wo die gelbe Flöcke stehen, das dauert ja noch ein bisschen, bis wir da sind. So. Also, mein Plan sieht aus. Ich hau da jetzt Ballen, presse ich. Werde wieder Tiere, ein paar Tage vor und so was alles, da muss ja, geht ja nicht anders, ne? Und dann mit Schweine genauso. Und der Helfer schippert das immer hin und her. Und währenddessen kaufe ich mir später auch mal einen Flug, wenn wieder Geld da ist. Und dann können wir schön nämlich eben... Kann man C drücken? Wie weit ist er da? Hey! Oh, das ist aber... Ey, Christoph! Da ist eine Linie, ne? Ich dreh durch, du. Das ist aber keine weiße Linie. Weiter geht's. Und dann...
kann ich schon mal mit dem Fell anfangen und so weiter. Dass hier mal ein bisschen Leben reinkommt. Aber so machen wir das. Genau so machen wir das. So. U ist nach oben. Der mäht nicht weiter. Das ist fein. So. So, fahr schon gerade hier. Hier fängt das auch an. Dann machen wir J drücken für runterlassen. Habe ich so programmiert hier. Also ist schon da so vorgegeben. Ne? Und Tempo mal 2. Wie sieht's aus mit 2? Ja. Schnell, ne? Machen wir 1. Ach ne, ich wollte mein Lenkrad wieder. Ich muss gleich mal Lenkrad erstmal einstöpseln für ein nächstes Video. Auf jeden Fall. So, ihr seht, ich fahre über die Spur, dann habt ihr hier die andere Spur gleich da drüber, ne? Und das passt zum Ballenpressen. Da müssen wir jetzt erstmal ein paar Linien von machen. Und dann, wenn die Presse ist, klar, ich fange dann aber links an und dann im Kreis. Und so können sich die dann... Das war eine gute Idee, was der Typ mir gesagt hat. Hätte ich auch selbst drauf kommen können, aber nee, natürlich wieder nicht. Da bin ich wie Merkel, einfach eine Unfähigkeit, ey. Das war... Klang wie ein Kuffi, ne? So. Ist hier noch alles noch oben Lot? Ja, ne? Fein. Da hat's gepiept. Er hat's gepiept. Hier piept und macht und tut das alles, ne? So. Das ist die zweite Reihe. Da brauchen wir aber noch ein paar vorne. 10 Reihen müssen wir im Minimum machen. So, uns bringt das alles nichts, ne? Hier so anhalten, U drücken für nach oben. Einen kleinen Schwung holen. Und jetzt geht das los. So, mal gucken, wo ich angefangen bin hier genau. J drücken und dann geht das wieder ab wie Zäpfchen. Ah, das macht auch Spaß, ne? Also irgendwie, weiß ich auch nicht, ich habe da echt voll einen am Helm mit Simulationen, muss ich sagen. Ich liebe das ja, ne? Das macht echt Spaß. So rumgeballert ist, ne? Ist ja nichts für mich so. Aber ist egal, jeder hat seine, ne? Aber dann sollen sie mir auch in Ruhe lassen mit die anderen und nicht die Spiele schlecht machen. Scheiß Simulationen, ne? Egal, da war letztens ja irgendwo mal ein Bericht auf ARD oder so. Über die Simulationen, ne? Wie viel Fanbase die haben mittlerweile schon. Die kriegen wir alle 3D-Shooter-Leute, kriegen wir noch hier zum Simulation, dass die alle hier Trigger fahren oder LKW fahren oder keine Ahnung was, ne? Angeln, es gibt ja echt viel, ne? Und das Geile daran ist, die Simulation wurde ja all better, ne? Da wurde ja Autosave, da wird ja immer besser, ne? Die Grafik und sowas alles, das macht ja mittlerweile richtig Spaß. Wenn ich andenke, meine erste Simulation damals, MS das Flugsimulation 2002 war das, glaube ich, was ich hatte, ne? Und dann hatte ich da King of Roads oder sowas, so ein LKW-Truck-Spiel. Ach, du dickes, es ging aber auch noch die Grafik, aber wenn ich das jetzt vergleiche, ja. Ach, du dickes Ei, du. Da ist auch wie Merkels die Frisur. So, was haben wir denn hier? Katsch geht, ne? Das sah so aus. So, und stopp. Morgen Bett noch, ne? Nun mal schnell immer nicht so anhauen. So, hier. Und dann machen wir das wieder hoch. Und so machen wir die Runden drehen. Bis wir eben, wie gesagt, ein paar haben, ne? Ich fahre mal rechts da drauf, ne? Dann habt ihr das immer vernünftig so. Zack, zack. Mischen wir da zurück. J drücken. Und so. Nebenbei wollte ich nochmal erwähnen, ich habe ja Spiele-Demos, mein neuer Kanal auf YouTube, ne? Also nicht MS Heini 30, sondern Spiele-Demos. Und da werden Demos vorgestellt. Da stelle ich die ganzen Maps vor für die diversen Spiele, für OMSI, für Landwirtschaftssimulator, für Eurotruck-Simulator und die ganzen Spiele, was es noch gibt. Add-ons stelle ich da vor. Und auch Mods, ne? Also könnt ihr gerne abonnieren. Auch da werden Gewinnspiele wieder stattfinden. Würde mich freuen, wenn ihr da mal vorbeikommt, ne?
Ja, das muss ich ausnutzen, ne? Dass ich so netten Leute habe, die hier so zugucken. Dann wäre doch nicht schlechter. Die Automorphe Bikini, ne? Nicht, dass ihr euch wundert, stellt gar keine Map oder sowas mehr vor. Habe ich ab und zu mal gemacht, ne? Wenn ich das öfters ein bisschen mehr machen, die dauern ja nicht so lange. Die sind ja 5 Minuten eben vorstellen. Hier, zack, zack, fein Map. Ah, Klo, kannst gucken. Ne, gucken nicht, kannst runterlaufen. Und so soll das dann sein, ne? Und in der Beschreibung findet ihr auch immer die ganzen Links zu den ganzen Demos dann, ne? So ist das Plan. Und seit gestern online und ich habe schon über 112 Abonnenten, meinte ich. Also ist klasse. Freut mich super, wie schnell das geht. So. Und ihr könnt mir im Kommentar schreiben, ob ihr damit einverstanden seid. Oder habe ich jetzt einen Denkfehler gemacht? Nö, ne? Also mein Ziel ist jetzt, dass ich Sebastian einstelle. Sebastian ist ein Franzose. Ne, dass ich den einstelle, dass er immer die meine Touren fahrt, erfährt. Dann brauche ich nicht immer in eine Stadt fahren. Das ist ja dann immer langwierig, ne? Und da kann er die Kühe und so und Shit alles verkaufen. Ups, sie ist nicht aufgepasst, ein bisschen gestudert. Da kann er die Kühe und sowas alles verkaufen, ne? Und die Hühner, wenn die mal hier in Schwung kommen. So habe ich das gedacht. So. Was ist hier los? Okay. Und so. So, dann war dieses Video. Jetzt habe ich euch ja ein paar Infos da gegeben, wie ich das geplant habe und so. Oh, ich bin viel zu schnell, sehe ich gerade. Ich will Tempomat 1 machen, ne? Wie ich das gemacht habe, ne? Also, jetzt kommt demnächst Teil 2. Ich mähe so weiter. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Würde ich mich riesig freuen. Und hier, ja, das war's, ne? Könnt ihr mal kommentieren, wie ihr das findet. Sebastian einstellen, der macht die Touren, der kriegt den Lanz. Der kann dann immer, der Lanz ist nur zum Ziehen da und ich werde mal hier pflügen, also hier erstmal Gras und sowas alles machen, pflügen, Ackerbau und sowas alles. Und die Tiere bewirtschaften. Das muss ja auch gemacht werden, den kann ich keinen zweiten Helfer einstellen, ne? Also, was haltet ihr davon? Gute Idee, dass du, nein, du bist der Beste, dass du sehr gut mockt, sehr gut überlegt. Klasse, fein Jung, wieder morgen. Ich sage schon mal, in diesem Sinne, ab in die Rinne, bis dann, tschüss.